So, und damit Hallihallöchen zu unserer ersten Folge Castle Story hier in der Early Access Version von Steam. Was gibt es zu Castle Story zu sagen? Es spielt auf schwebenden Inseln und es geht darum, kleine gelbe Männchen, die eine Burg bauen, wie halt schon gesagt, hier Castle und so, ne? Und ja, wir spielen dann den Survival-Modus, aber erst mal muss ich hier das Audio ein bisschen, hier die Musik runterschrauben, weil ich weiß jetzt nicht, wie er mich hört. Also in Bezug zu der Musik. Ja, und das Spiel ist 494 Kilobyte, was für Kilobyte? Nein, keine Kilobyte, sondern Megabyte groß. Das heißt, ihr habt das locker in 15 Minuten gedownloadet. Wie gesagt, das ist im Moment eine Early Access, noch ein bisschen verbuggt. Also habt nicht zu hohe Erwartungen an das Spiel. Also, was haben wir hier? Einmal Survival Hard und einmal Survival Normal. Wir nehmen Survival Normal, weil wir sind ja Anfänger. Und dann fangen wir auch gleich an. Die Steuerung ist ein bisschen kompliziert. Ich werde euch sie euch im Laufe des Spiels ein wenig weiter erklären. So, was haben wir? Wir haben erstmal hier unsere Bricktons und einen Soldaten am Anfang. Das hier ist die Zeit, bis die erste Welle kommt. Und das werden dann, ich weiß gar nicht, wie viele sein. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier eine Gruppe. Wir halten Rechtsklick gedrückt und gehen hier auf die Axt. Markieren das Feld und packen Louis und Dingo als Arbeiter. So, Timon bekommt jetzt eine spezielle Aufgabe, nämlich er baut Strukturen. Das sind so kleine Stockpiles. Da kann man die Sachen wie Holz und Steine lagern. So, das machen wir links und rechts vom Kristall dann. Innerhalb der Burg, wenn möglich. So. Hier. Und ja, dann müssen wir ihn natürlich noch einteilen. Die drei Figürchen. Wir nehmen mal Timon. Na gut, und ihn auch. Das lösen wir dann, die Gruppe hier lösen wir dann auf. Und machen dafür eine... Können wir sie schon auflösen? Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Ja, dann sollen sie doch dann komplett das ganze Holz abhacken. Hier können wir, schon einen Worker spawnen. Und noch einen. Wir nehmen jetzt mal drei Worker und einen Soldaten haben wir ja schon. Die schicken wir in die Mine. So, was kann diese spezielle Mine? Diese Mine gibt es nur im Survival. Und, ja, da kann man alles rausholen. Im Survival kann man keine eigene Mine platzieren, wie im Creative-Modus, Sandbox-Modus. Nein, das geht leider nicht. Wir können nur dort in der Mine arbeiten. Die Gegner kommen aus drei verschiedenen Richtungen. Von hier, von da oben links und von hier. Wir bauen uns deswegen die Burg einfach hier in die Mitte, weil wir müssen diesen Kristall hier verteidigen. Ich hatte mir überlegt, wir bauen uns dann hier einen kleinen Schutzwall auf. Da und da, aber zuerst einen normalen Wall hier einfach hin platzieren. Was ist los, Timon, hä? Was ist los? Ach, es gibt nichts mehr zu bauen. Interessante Theorie. Aber die Stockpiles reichen nie im Leben. So. Und da bereits alles abgehackt ist. Oder beinahe. Komm, Dingo. Den kannst du ja wohl noch abhacken. Egal. Dann lösen wir die auf. Dingo und Rui gehen da auch jetzt hacken. Und wir haben noch 11 Minuten. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir bauen hier. Jetzt, hier können wir die Blöcke aussuchen. Wir wählen jetzt erstmal den Brick aus. Und bauen uns hier einen kleinen Schutzwall. Der uns jetzt erstmal über die erste Runde bringen soll. So, noch eins,
Mit der rechten Maustaste kann man die drehen. Und mit der linken einfach platzieren. Einfach so hier platzieren. Ich weiß nicht, ob wir nur einen Eingang machen. Aber ich glaube schon. Dafür müssen wir einfach Shift gedrückt halten und dann die zwei weg. Na, ich bin noch leider ein bisschen unbeholfen in dem Spiel. Also verurteilt mich nicht, wenn ich ein paar Fehler mache. Und ihr selbst das Spiel spielt. Oh, wichtig. Erstmal einteilen, dass die anfangen, während wir hier uns durch die Gegend bauen. Weil am Ende haben wir alles fertig. Aber die Arbeiter haben nichts davon gebaut. Komm. Ja, 10 Minuten, das schaffen wir doch locker hier. So, und dann haben wir schon unseren kleinen Einteilenwald. Wald, was sag ich da, Wald? Unsere kleine Mauer. Die müssen wir aber natürlich noch ausbauen. Und damit es halbwegs schön aussieht, bauen wir sie versetzt. So. Und das gleiche dann hier auf der Seite. Die Corruptikons dürften eigentlich hier nicht so einfach vorbei dann kommen. Corruptikons sind so kleine Steinmännchen, gegen die die Bricktons ihre Burg verteidigen müssen. Geht das so? Ja, es geht so. So, müssen wir hier unseren General. Na komm. So. Da die jetzt so am Bauen sind, können wir uns auch ruhig mal so einen Brickton genauer ansehen. Das hier ist also unser Ritter. So, mit dem kleinen Schild. Und ja. Machen wir mal einen Screenshot. Und jetzt haben wir unser Titelbild auf jeden Fall schon mal. Und hier sehen wir dann, wie die Bricktrons nicht die fertigen Steine aus der Mine holen, sondern nur so Steinteilchen, die dann erst auftauchen, wenn das komplett fertig gemacht wurde. Da haben wir auch schon gesehen, wie der Kleine klettert. Und dann fügen wir jetzt hier auch Folgendes hinzu. Ich weiß gar nicht, wie groß die Türen sind. Deswegen mache ich mal einen kleinen Versuch hier. Wie groß ist denn so eine Tür? Aha, also doch komplett richtig gemacht habe ich. Und kann ich schon einen neuen? Nein, natürlich nicht. Können wir erst am Ende der Runde, sofern wir sie überstehen, spawnen lassen. So. Machen wir eine Doppeltür. Das können wir ja später dann eigentlich ändern. So, weg damit. Und da ist jetzt schon wieder unser kleiner Bug. Da das Spiel ja noch nicht fertig ist, ist es noch ein bisschen laggy. Aber das macht ja zum Glück gar nichts. Wir bauen hier einfach weiter. So. Ich glaube, das Arbeiter-Bauarbeiter-Verhältnis ist ganz gut so. Wir kommen gerade gut voran.
Haben wir denn noch Holz? Das haben wir nicht. Das ist nicht so toll. Hier bauen wir dann unser kleines Türchen auf. Wer kann denn mal? Timon. Timon kann. Du gehst jetzt dahin und hackst den Holz. Den Holz. Den Baum. Die Folgen von hier Castle Story wird es dann höchstwahrscheinlich jeden Dienstag geben. Genau, Dienstag. Und samstags werden wir dann immer noch Daisy haben. Oh Gott. Bist du noch ein bisschen unbeholfen? So. Dich teilen wir mal zur Aufräumgruppe ein. Vielleicht, ja. Und schon macht er sich auf den Weg nach einer kleinen Bedenkpause. Ist ja immer noch schließlich eine Alpha. Und 5 Minuten. Ich weiß gar nicht, welches das war hier unten. Ich glaube, die erste Runde kommt. Kommt gar kein Feind? Doch, natürlich kommt einer. Einer kommt da Minimum. Und so. Das hätten wir dann. Sobald wir hier unseren kleinen Schutzwall haben, können wir. Genau. Genau. Können wir hier eine kleine Treppe hinbauen. Hier, doch steht sie so schön im Weg. Aber das darf sie ja zum Glück. So, und da du das alles so wunderschön eingeräumt hast, schön platzraubend, kümmerst du dich jetzt dann um die Tür. Na komm, leg's ab. Na, Timon, Job. Und diese Gruppe lösen wir dann wieder auf. Es braucht wieder ein bisschen, weil er die Tür ja im Moment noch nicht platzieren kann. Ach, genau. Er kann die Tür ja noch nicht platzieren. Dann bau da weiter. Jetzt können wir, glaube ich. Wir haben jetzt so einen Seelenkristall. Also eine kleine Seele. Aber der Kristall ist noch nicht aufgeladen genug. Und es wird auch langsam Nacht. Was bedeutet, unsere kleinen Bricktons sollten sich ein bisschen sputen. Was sie ja ohnehin schon tun. Ja. Och Mensch, Babingba. Nimmst du Timon immer den Platz weg, wo er den Stein platzieren möchte? Ich hoffe, ein Ritter reicht für den Anfang. Nicht, dass wir hier gleich elendig in der ersten Runde verrecken. Genau wie bei unserem Daisy-Projekt. Guckt, sie geben das einfach weiter. Pong, Louis. So. Ich hoffe, euch gefällt auch die Rubrik. Also ich finde das Spiel eigentlich ganz gut. So ein Strategie, also Echtzeit-Strategie-Sandbox-Spiel. Finde ich doch ganz prima. Oh, noch 2 Minuten. Das wird interessant. Timon, altes Haus. Du kannst, wenn du möchtest, hier noch ein paar Fässer an die Wand stellen, wo wir dann kleine explosive Kristalle aufbewahren können. Ah, vielleicht sollte ich nicht so viele davon machen. Kann ich die auch wieder wegmachen? Nicht so viele natürlich. Timon, hopp. Hä? Wo ist Timon? Da ist Timon. Barabing. Warum kannst du das nicht bauen? Kannst du mir das bitte erklären? Du kannst doch wohl
Hier hoch. Da. Und das da aufbauen. Ich verstehe dein Problem einfach gerade nicht. Sehr schön. Jetzt nimmst du das auf. Und baust das hier hin. So, und wir erlauben jetzt der Mine, auch orangene Kristalle mitzunehmen. Und denen erlauben wir, blaue Kristalle anzunehmen. Beziehungsweise der ist nur für blau und Bobbin.